Eines Nachts, ungefähr zwischen 3 und 4 Uhr morgens, wachte der Kaiser auf und er bemerkte, dass er traurig war. Furchtbar traurig. So traurig, dass er auf der Stelle hätte weinen können, wenn da nicht seine liebliche Gemahlin neben ihm gelegen hätte, die davon bestimmt aufgewacht wäre. So stupste er sie sanft an der zierlichen Nase, damit sie aufwachte. Kaiserinnen machen immer auf, wenn man sie an der zierlichen Nase stupst, und schaute sie aus großen, traurigen Augen an. Sie schaute schläfrig zurück und lauschte hingebungsvoll seinen Worten. Ach, liebste Gemahlin, eine große Traurigkeit hat mein Herz erfüllt und ich weiß nicht warum und überhaupt. Und wenn ich nicht auf der Stelle wieder fröhlich werde, kann ich morgen nicht regieren und das wäre schade. So sprach der Kaiser und seufzte schwer. Und da seine liebste Kaiserin um nichts auf der Welt wollte, dass der Kaiser am nächsten Tag nicht regieren könne, ließ sie auf der Stelle den kaiserlichen Hofnarren ins Schlafzimmer kommen, damit er den Kaiser belustige. Doch dem Narren fiel überhaupt nichts Lustiges ein, worüber der Kaiser nicht schon einmal gelacht hätte. Da rief die Kaiserin die kaiserlichen Musikanten herbei. Die spielten drauf los, dass es eine wahre Freude war. Sie spielten Polkas und Mazurkas, Scherzi und Cha-Cha-Chas. Aber die Miene des Kaisers blieb verfinstert. Sie ließ die besten Clowns des Landes holen. Die bewarfen sich mit Sahnetupfern, schütteten sich Wasser über die Köpfe und zogen die wildesten Grimassen. Aber es half nichts. Tanzbären kreisten durchs Zimmer. Jongleure jonglierten mit allem, was sie finden konnten. Zauberer übertrafen sich gegenseitig mit den verrücktesten Zaubertricks. Ein Elefant tanzte auf einem Seil. Doch der Kaiser blieb traurig. So ging das bis zum Morgen. Nun gab es nichts mehr, was der Kaiserin einfiel. Sie trat ans Fenster und schob den großen Samtvorhang zur Seite. Da fiel ein goldener Sonnenstrahl direkt auf des Kaisers Nasenspitze. Und ein Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus. Alle Traurigkeit war verschwunden. Und seitdem zog die Kaiserin abends zur Schlafenszeit nie wieder die Vorhänge an dem kaiserlichen Schlafzimmerfenster zu.